So, meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der COC-Reihe Free-to-Play. Ja, Freunde, wir haben, also beziehungsweise ich habe mir mal dieses Layout installiert. Ich finde das relativ gut. Ich glaube dennoch, ich werde es nochmal ein bisschen überarbeiten beziehungsweise ändern. Im anderen Dorf beziehungsweise der Kriegsbasis habe ich jetzt das hier, wie ihr seht. Das finde ich tatsächlich, wenn wir jetzt mal hier schauen, relativ gut. Also hier. Finde ich sehr, sehr nice. Und jetzt in diesem Video geht es um eine wichtige Sache. Und zwar, ihr seht, wir haben alle Mauern. Also ich habe tatsächlich alle Mauern, die ich überhaupt jetzt bauen kann, auch mit dem neuen Rathaus-Level, gebaut. Das heißt, 100 von 100 Mauern sind gebaut. Jetzt seht ihr dennoch, ich habe schon alle Level 4 mit Rathaus Level 5, kann ich sie mir auf Level 5 upgraden. Aus diesem Grund, weil wir jetzt uns auch gleich diesen vierfachen Sterne-Bonus holen werden, werden wir uns jetzt die Ressourcen aus der Clanburg nehmen, auffüllen, weil wir müssen, können die Burg gleich wieder komplett auffüllen. Müssen wir nutzen. Und jetzt werden wir uns schon mal die Mauern verbessern. Das dauert, kostet halt extrem viel, wenn ihr das seht. Also 100.000 für so eine Reihe, die es jetzt war. Aber die Mauern halten dann dennoch viel, viel aus. Kostet zwar wirklich, ihr seht, das geht richtig ins Gold rein. Also das kostet auf jeden Fall sehr, sehr viel. Die Mauer auch noch. Klare Sache. Das ist schon wieder zu teuer. Werden wir den Rest rausholen. Denn wir werden die Clanburg gleich wieder komplett auffüllen. So, dann hier 6. Und nochmal 100.000. Also die Mauern, Leute, wie ihr seht, die kosten halt schon sehr viel. Da kostet halt eine Mauer 20.000 Gold. Wir haben eine Mille. Elixier, da können wir tatsächlich auch was verbessern. Unseren Blitzzauber werde ich schon mal verbessern. Den habe ich jetzt auch schon ausgerüstet, dass wir den jetzt ernehmen können. Wenn wir jetzt gleich gucken, haben wir gleich auch unsere zwei Magier fertig. Ich habe die jetzt mal mit Gems schnell zu Ende gemacht, um euch das mal zu zeigen. Wir haben jetzt die Bauhütte. Wir werden jetzt natürlich wieder sparen und für nix Gems ausgeben. Also wir werden für nix Gems ausgeben und wieder sparen für die vierte Bauarbeiterhütte. Jetzt werden wir in den Angriff reingehen. Und zwar, meine Freunde, finde ich das sehr geil. Der hat gute Ressourcen. In denen werden wir auch reingehen. Und zwar werden wir hier in der Richtung reingehen. Minenwerfer. So. Und so. Außenrum kommen meine ganzen Magier, Leute. Denn die machen außen schon alle viel Damage. Die Kanonen schießen zwar auf die, das stimmt. Aber außen machen die dann schon einiges kaputt, wie ihr seht. Und die Riesen natürlich machen die das. Ich hoffe natürlich, die werden das schaffen gegen die Kanonen. Bin ich dir ganz offen und ehrlich, weil hier, wie ihr seht, obwohl... Scheiße, die Kanone ist noch zu. Die Kanone wird's noch... Oh Gott. Ne, okay. Oh, zwei Riesen sind schon weg. Na, ich denke, die Magier werden Sven holen noch, die Kanonen. Weil die Magier, muss man echt sagen, sind relativ stark. Ja, die Magier werden jetzt noch zu anderen Kanonen gehen. Die Riesen würden jetzt außen rumlaufen. Okay, aber die Kanone ist auf jeden Fall tot. Das bedeutet, die Magier machen das tot. Und jetzt noch zusätzlich hier die Bauarbeiterhütte, die wir jetzt platt machen werden. Und dann haben wir den Angriff auf schon bestanden. Dann machen wir einen zweiten Angriff, um den 4-Sterne-Bonus natürlich uns zu holen. So, Leute, dann werden wir hier weiter verbessern. Ja, weiter verbessern müssen wir auf jeden Fall. Ist ziemlich wichtig. Und zwar werden wir jetzt auch mal ins Nachtdorf gehen. In Nachtdorf habe ich verbessert gerade auch, werden wir jetzt aber auch mal einen Angriff starten. Ah, die Barbaren kommen sogar rein. Hätte ich ein paar mehr platziert, hätten sie sogar die Kanone. Oha, ich glaube, sie kriegen sogar die Kanone, der eine. Komm, komm, komm. Ja, okay. Ich glaube tatsächlich, das werden 100%, wenn die Barbaren jetzt noch schnell auf die Bogi gehen. Obwohl, ja, ich glaube, das werden 100%. Hat er was außen stehen? Nein, das ist das also das Letzte. Müsste das Letzte sein. Perfekt. 100% geholt. Also das müssten wir eigentlich gewonnen haben mit der Zeit. Ja klar, Leute. Das haben wir auf jeden Fall gewonnen. Dann werden wir mal rübergehen. Beziehungsweise, ja, jetzt ist der Angriff schon fertig. Wieder gewonnen und den dritten Angriff abholen, damit wir dann den Bonus bekommen. So, wie werde ich da reingehen? Luftabwehren sind scheißegal. So, wir werden von außen jetzt in die Base eindringen. Ah, das läuft ja sehr gut. Ach, da ist ja eine Lücke. Ja, das habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Okay, das wird auf jeden Fall jetzt kein 100. Kriegen wir wenigstens einen Stern, beziehungsweise wenigstens ein paar Prozente kommt. Ja, okay.
Hauptsache gut Prozente. Macht noch das Rathaus tot. Okay, dann doch nicht. Also Leute, Truppen bilden aus. Wir haben noch natürlich noch einiges, wie ihr sehen könnt, in der Clanburg, ja, von Elixier. Das werden wir uns gönnen, damit wir dann wirklich den Sternebonus auffüllen können. So Leute, wir werden jetzt das letzte Mal unseren Clanburg-Schatz aussammeln. Wir haben jetzt also gar kein Gold mehr drin und nur noch das an Gold. Das liegt daran, Leute, ihr seht, jetzt hat sich einiges getan. Ich habe alles versucht, in die Mauern zu investieren, ja. Also hier fehlen jetzt noch die Mauern, die könnte ich mir natürlich noch leisten. Dann haben wir sie alle schon Level 5 und maxed für das Rathaus Level 5. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass wir dann schon mal die Mauern weg haben. Danach geht es so an sowas. Der Minenwerfer, der ist auch jetzt schon, müsste maxed sein für das Level. Ich glaube Level 3, aber wir können den noch Level 3 verbessern, alles klar. Dann haben wir hier noch den Burgiturm, der Level 6. Also wir können auch einiges auf mehrere Stufen noch verbessern. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das Elixier, verbrauche ich gerade momentan hier mit den Magier investieren und alles. Nichtsdestotrotz, Leute, können wir uns den Rest des Elixiers hier noch rausholen und werden jetzt uns die 5 Sterne noch holen, weil wir haben jetzt nur noch für 31 Minuten oder so Boost. Und also kriegen also 800.000 jetzt bei dem vierfachen Sternebonus. Das heißt, wir werden uns jetzt 5 Sterne holen. Wie ihr seht, habe ich auch sehr gut. Ich versuche mir natürlich noch ein bisschen Gold mitzunehmen. Ja, also hier, den würde ich natürlich easy mit 25 Loons bekommen. Dennoch werden wir heute auch unseren Namen ändern. Ja, den Namen werden wir ändern. Okay, der hat schon 2 Luftabwehren, das können wir vergessen. Hier können wir aber, eigentlich können wir hier gut rein. Und zwar Luftabwehr da. Das heißt, ein bei der, ah, jetzt gehen die nicht auf die Luftabwehr. So einen Müll. Und 3 dort. Ja, okay, aber das sind jetzt direkt nur auf die Kanone gegangen. Ist aber egal. Alles dead, Leute. Ist gut. Wir werden, wie gesagt, heute den Namen ändern. Ihr wisst, ich habe mich am Anfang des Projekts irgendwie SCADF, keine Ahnung was genannt. Also nur in die Buchstaben, weil irgendwas hat nicht funktioniert mit Namen. Und heute, beziehungsweise mit Rathaus 5, können wir unseren Namen ändern, ja. Wir haben leider jetzt dadurch schon einen Namen weniger, den wir ändern können, kostenlos. Weil danach müssen wir pro Namen ändern Juwelen ausgeben. Und die Juwelen sind hier im Free-to-Play-Projekt natürlich wichtig für Bauarbeiter. Und dennoch glaube ich, wenn wir uns jetzt einen festen Namen überlegen und aussuchen, brauchen wir da nicht noch nochmal irgendwann ändern, weil das wird dann der feste Name sein. Das ist jetzt nur so eine Notlösung gewesen, weil irgendwas da mit dem Namen nicht funktioniert hat. In der allerersten Folge war auf jeden Fall auch echt schon, wenn man schon drüber redet, ist schon ein bisschen Nostalgie-Feeling. Obwohl das die erst in der 11. Folge sind, müsst ihr euch mal vorstellen. Aber ist schon irgendwie ein bisschen anderes Gefühl. Jetzt sind wir schon gerade das 5 und dann, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen anders. Gut, hier haben wir schon mal 3 Sterne, werden wir direkt nach Hause gehen und direkt hier kriegen wir wieder voll und werden direkt weitere Ballons ausrüsten. Ja, wir werden einfach hier reingehen. Der hat auch 23 Pokale und halt keine Luftabwehr, das heißt, und ja, einfach schon mal hier rein überall, damit das relativ zackig geht. Nice, 1 Stern, der 2. auch. Und jetzt direkt die 3 Sterne. Das bedeutet, wir haben unseren neuen Bonus wieder bekommen. Ja, danach ist der Sternebonus wieder weg. Wir werden erst höchstwahrscheinlich einen mit Rathaus Level 6 bekommen, denke ich. Weil mit Rathaus Level 4 haben wir einen bekommen und mit Rathaus Level 5 haben wir einen bekommen. Da denke ich auch, werden wir mit Rathaus Level 6 einen bekommen. Meine Güte, habe ich jetzt schnell geredet. P dazu, nice. Werden wir auf jeden Fall hier 800.000, geil. Und werden wir auf jeden Fall jetzt weitere Ballons ausrüsten, sind einfach wichtig. Und hier, Leute, 10. Jetzt gehen wir da rein, Leute, in die mehr Einstellungen und Namen ändern. Du kannst deinen Namen nur einmal kostenlos ändern, also jetzt. Überlege es dir gut, okay? Zukünftige Namensänderungen kosten Juwelen. Also Juwelen, meine Freunde, aber wir werden unseren Namen eingeben und nennen uns Free to Play. So, Namen erneut ergeben, Free to Play. So, Leute, möchtest du deinen Namen wirklich ändern? Bitte gib bestätigen ein. Bestätigen. Und okay, wir heißen jetzt anders in Clash of Clans. Und zwar, wie ihr oben seht, Free to Play Justin. Wie unser Clan. Wir heißen Free to Play Justin. Finde ich sehr, sehr nice, Leute. Hier können wir spenden. Machen wir einmal. Machen wir natürlich. Hier können wir nichts mehr reingeben. Hier können wir noch einen spenden.
Der Rest tut noch ausbilden. Geil, Leute, geil, Leute, geil, Leute. Wir heißen jetzt einfach Free-to-Play Justin. Das ist das, was ich auch vom Anfang an des Projekts wollte. Aber da hat es nicht funktioniert. Jetzt heißen wir auf jeden Fall nicht mehr. Hier unten stand ja unser aktueller Name. S-C-A-D-S-F-D-S-D-F. Also ganz komisch, Leute. Wir heißen jetzt Free-to-Play Justin. Dann werden wir jetzt nochmal ins Nachtdorf rüberschauen. Müssen wir uns natürlich auch auf dem Laufenden halten. Und zwar können wir hier jetzt auch noch einiges neu platzieren. 180.000 Elixier müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber wir können uns schon mal noch eine zweite Kanone bauen. Und die Kanone braucht eine Minute. Währenddessen gehen wir in den Angriff rein mit unseren Barbaren. Hoffentlich werden wir das natürlich gewinnen. Ja, wahrscheinlich. Let's go. Okay, die gehen sogar auf Ohr. Das ist geil, das ist geil. Jetzt haben wir zwar hier noch die zwei, einmal die Kanone und die doppelte Kanone. Ich weiß nicht, werden wir die noch... Nee, die werden wir nicht... Ich glaube, die sind noch zu stark zusammen dann. Oder? Oder? Wir kriegen... Ah, okay. Obwohl, kriegen die jetzt noch die einzelne Kanone, ist die Frage. Außen hat er nichts, oder? Nichts stehen, okay, das könnten wir... Das könnte unser Win werden. Ich glaube, das ist auch unser Win. Oder wo steht hier noch was? Ach, zählt das, was ist... Ach, nee, hier. Okay. Gegner greift noch an, also müssten wir eigentlich gewonnen haben. Ja, wir verbessern hier weiter, Leute. Immer weiter. Wir werden natürlich das Dorf hier nicht vernachlässigen. Wir können hier noch viel machen. Liegt aber daran, wir brauchen nicht so viele Ressourcen hier. Drüben haben wir ja die Clanburg, wo wir dann hier halt immer noch uns was rausnehmen können. Hier dann nicht mehr. Gegner greift immer noch an, alles klar. Und irgendwann, Leute, beziehungsweise jetzt dann mit Rathaus 6, mit der nächsten Rathausstufe hier, kriegen wir dann tatsächlich auch die Clan-Stadt, Leute. Das wird auf jeden Fall mega geil. Wir werden bald auch einen neuen Clan-Krieg starten. Das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Haut rein, euer Schmerle und ciao. Let me fall to my...